Und wir wechseln das Thema. Spielautomaten sind ein Riesengeschäft, auch für die öffentliche Hand. Denn winken der durchs Glücksspiel Millionen steuern, werden moralische Bedenken schnell über Bord geworfen, so wie etwa in den vergangenen Jahren in Wien. Jetzt aber ist plötzlich alles anders. Beim Parteitag am Wochenende hat die SPÖ-Basis gegen den Willen von Bürgermeister Häupl eine neue Linie erzwungen. Und die lautet, das kleine Glücksspiel müsse verboten werden, so wie zum Beispiel auch im Burgenland. Allerdings zeigen sich genau dort auch deutlich die Grenzen einer solchen Maßnahme, berichtet Martin Pusch. Irgendwo im Burgenland. Die Finanzpolizei auf der Jagd nach illegalen Spielautomaten. Wir haben heute ganz normal Einsatz, aller Voraussicht nach 2 Glücksspielgeräte. Ihr macht wie gewohnt die Dokumentation. Du machst die Einsatzleitung. Ja. Kontrolle werden wir natürlich das gesamte Spektrum unseres Aufgabengebietes machen. Glück auf. Das kleine Glücksspiel ist im Burgenland verboten. Trotzdem stehen im Land hunderte Spielautomaten. Seit dem neuen Glücksspielgesetz kann die Finanz vehementer gegen dieses Unwesen vorgehen. Schnell wird man fündig. Diese beiden Automaten, so verspricht es der Aufkleber, zahlen keine Gewinne aus. Die Beamten investieren 20 Euro. Nein. Das heißt 5 Euro. Das heißt, der festgestellte Höchsteinsatz sind 5 Euro, weil er mit den Dings aufgezählt. Der Fall ist ganz eindeutig, es ist natürlich nur ein Glücksspiel, es ist nur gegen Geldeinsatz überhaupt betreibbar und es werden geldwerte Gewinne in Aussicht gestellt. Nochmal? Okay, verloren. Hast du verdient. Die Situation mit dem kleinen Glücksspiel ist in Österreich reichlich unübersichtlich. Manche Länder erlauben es, manche nicht. Die Höchsteinsätze werden meist überschritten. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind unklar. Lediglich eines eint das ganze Land. Illegale Automaten stehen überall. Weil es ein gutes Geschäft ist, weil man in der Vergangenheit sich mit Sicherheit zu wenig darum gekümmert hat, das auch effizient zu kontrollieren und weil es natürlich auch die Gesetzgebung, wie soll man sagen, einige Lücken gelassen hat. Und keine Kontrolle oder zu wenig Kontrolle bieten ein Umfeld, in dem sich sofort etwas etabliert, was man dann relativ schwer wieder in den Griff bekommt. Wenn wir es als Sozialdemokraten zulassen, dass eine Person in einer Stunde ein Jahresgehalt der Novomatic in den Rachen spielt, dann haben die ganz einfach versagt. Damit hatte keiner gerechnet. Beim Landesparteitag der Wiener SPÖ am Samstag revoltieren die Delegierten gegen die Parteispitze. Sie beschließen das Aus für das kleine Glücksspiel in Wien. Damit ist der Antrag zur Annahme durchgegangen. Sie hatte genug von den fast 6000 Automaten in Wien. Die Vorsteherin des 9. Bezirks steht an vorderster Front der kleinen Revolution. Kurz vor dem Parteitag zeigt sie uns den Grund ihres Ärgers. Man sieht es hier an der Alserbachstraße, dass ein ganzes Kretzel zu einem Slum verkommt. Wenn man sich die leerstehenden Geschäftslokale anschaut, ist das wirklich kein schöner Anblick. Was sich hinter den Fassaden verbirgt, das Elend für viele Familien, Schulden, Kinder, die dann in Armut aufwachsen, das spricht an und für sich Bände. Nur was haben jetzt diese leerstehenden Lokale mit der Glücksspielindustrie zu tun? Die Glücksspielindustrie kauft Lokale, auch wenn sie noch gut funktionieren, auf und ja, bietet sehr viel Geld an, damit die Geschäftsleute überredet werden, ihr Lokal zu verkaufen. Dann lassen sie es so wie hier sehr lange leer stehen, man weiß überhaupt nicht, was passiert. Und dann eröffnen sie so Glücksspiellokale, immer nach dem Gesetz einhaltend, in dem Fall 2 verschiedene Eingänge. Und dann geht man hinein und hat dann so eine Glücksspielspelunke, wie ich es bezeichnen würde. Unsere Filmarbeiten bleiben nicht unbeobachtet. Obwohl wir nichts Verbotenes machen, will man uns schnell loswerden. Tut mir leid. Ja? Das tut mir leid, können Sie nicht machen. Ja. Sind Sie der Geschäftsführer, oder? Nein, ich bin nur Arbeiter. Okay. Aha, okay, ja. Die Bezirksvorsteherin möchte uns zeigen, wie die Spiellokale hier ausschauen. Ja. Ja, okay, dann muss ich Chefin rufen. Ja, ja. Wir gehen dann wieder. Wir gehen dann gleich wieder, ja. Also das entspricht dem Gesetz? Sehr wohl. Das entspricht dem Gesetz, wobei hier steht, also Jugendverbot bis 18 Jahre. Ich weiß aber aus der täglichen Arbeit, dass da sehr oft sehr viele Kinder und Jugendliche auch unter 18 Jahren drinnen sind. Zu diesem Zeitpunkt hätte Martina Malyar keinen Cent darauf gesetzt, dass der Antrag auf Verbot jemals durchgeht. Zum einen verdient die Stadt jährlich rund 60 Millionen Euro an Steuern aus dem Glücksspiel. Zum anderen zeigen sich die großen Konzerne auch in anderen Bereichen spendabel. Sponsorgelder für Kulturevents oder auch für die 1. Mai-Feier der Wiener SPÖ. Meine Großmutter hat einen Spruch geprägt. Sie hat zu mir immer gesagt, wenn du mit Hunden schlafen gehst, stehst du mit Flöhen auf. Kaum eine andere Frage ist aus sozialdemokratischer Perspektive so glasklar, was richtig und falsch ist, wie beim kleinen Glücksspiel. Und daher suche ich euch, den Antrag sofort abzustimmen und den Antrag der historischen Grund anzunehmen. Was in einer kleinen Sektion den Ausgang genommen hat, lässt sich nicht mehr aufhalten. Die Parteispitze ahnt die drohende Niederlage. Letzte Rettungsversuche scheitern. Ich möchte euch wirklich mitgeben auf den Weg, wer glaubt, dass ein Verbot das Problem aus der Welt schafft. Also wer glaubt, das ist ein Zauberstab, den schwingen wir jetzt hier und damit haben wir kein Problem mehr mit dem kleinen Glücksspiel. Der irrt wirklich. Ich möchte euch warnen, ein Verbot wird keine Lösung bringen. Der Antrag ist durch. Und während die einen feiern, will uns die fürs Glücksspiel zuständige Stadträtin trotz Zusage kein Interview mehr geben. Der Bürgermeister ist grantig und die Finanzstadträtin nicht zuständig. Seid bitte lieb und respektiert meinen Entschluss, dass dieses Thema abgehandelt wird von der zuständigen Stadträtin und nicht von mir. Zuständig ist jetzt die Frau Stadträtin. Schon immer, schon immer. Minus 55 Millionen. Wir müssen die zuständigen Gremien beraten. Bitte um Verständnis. Das ist nicht mein Ressort, ich bin nicht zuständig. Aber wirklich glücklich sind Sie auch nicht über die Situation, oder? Meine Güte, wann sind schon Finanzstadträtinnen glücklich mit in einer Wirtschaftskrise? Nein, ich bitte schon um Verständnis. Wir haben Zuständigkeiten und gerade als Finanzerin halte ich mich an der sehr streng. Das Aus fürs kleine Glücksspiel in Wien ist also Parteilinie der SPÖ. Ob und wie dieser Beschluss umgesetzt wird, bleibt freilich unklar. Die ausgegebenen Lizenzen laufen noch etliche Jahre und die Betreiber arbeiten wohl schon an Strategien, um ihre investierten Millionen nicht abschreiben zu müssen. Für diese Herren kommt das Verbot zu spät. Sie haben ihre schlechten Erfahrungen bereits gemacht und Unsummen verspielt. Als Ausweg aus der Sucht sehen aber auch sie nur strengere Regelungen und schärfere Gesetze. Nicht nur in Wien, sondern im ganzen Land. Weniger ist sicher, wäre sicher ein Vorteil für die Spieler. Das Problem ist, dass du so leicht Zugang hast und jeder kann anfangen. Die einzige Möglichkeit ist, runter mit den Einsätzen und runter mit den Höchstgewinnen. Wenn ein Apparat nicht mehr 40.000, 50.000 auszahlen kann, dann wird auch keiner mehr spielen. Und vor allem die Spielweise selber sehr verlangsamen. Natürlich, ja. Dass der Spielablauf verlangsamt wird und dadurch unattraktiv wird. Ne? Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Zwei Glücksspielautomaten haben wir vorläufig beschlagnahmt. Beschlagnahmungsbescheid ausdrucken. Der Einsatz der Finanzfahnder geht dem Ende entgegen. Im Burgenland stehen nun 2 illegale Automaten weniger. Die Aktion wird ein Nachspiel haben, denn persönliche Drohungen und Anzeigen gegen die Beamten sind nicht Ausnahme, sondern Regel. Gibt es in dieser kurzen Zeit, da wir die Glücksspielkontrollen durchführen, das ist seit August vergangenen Jahres, bereits 2 Verfahren gegen mich anhängig gehabt bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Einmal wegen Nötigung und das zweite Mal Nötigung und Amtsmissbrauch. Also die Lobby, wenn man so bezeichnen darf, wehrt sich mit allen Mitteln. Es stimmt und wir sind auch in diesem Bereich damit konfrontiert, dass wir mit derartigen Strukturen, die man normalerweise nur aus der organisierten Kriminalität kennt, zu kämpfen haben. Tatsache ist, das Glücksspiel ist in den Bereichen, in denen wir tätig sind, grundsätzlich illegal und man verdient damit sehr, sehr gut. Und diese Kombination Illegalität plus riesige Gewinne macht es eigentlich aus, warum es sich offensichtlich lohnt, dafür zu kämpfen.